Felicissimos annos. Das vor allen Dingen, dass dieser Tag immer eingetaucht ist in das Ostergeheimnis, in das Geheimnis von Kreuz und Auferstehung und in meinem Jahre in besonderer Weise, es ausdrückte der Karsamstag, der Tag des Schweigens Gottes, der scheinbaren Abwesenheit des Todes Gottes und doch der Tag, an dem die Auferstehung sich ankündigte.